Sie lassen sich vor Sonnenblumen ablichten, gelten als Friedenspartei und treten für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz auf. Die Grünen. Was kann man dagegen haben? Eine ganze Menge, sagt mein heutiger Talkgast. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Abstoßend und hässlich, so beschreibt mein Gast Michael Grant das wahre Gesicht der Grünen Partei. Herzlich willkommen. Hallo. Ein Buch, das man eigentlich als Abrechnung mit den Grünen bezeichnen muss. Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, darf ich Sie fragen, wo würden Sie sich selbst politisch verorten? Ich bin neutral. Ich gehöre keiner Partei an. Ich bin Freidenker. Sie haben keine, Sie fühlen keine ideologische Nähe zu irgendeiner politischen Partei? Nein, ich bin ehrlich. Also Sie meinen, wenn man... Ich verlange Ehrlichkeit von allen Menschen. Und Ehrlichkeit ist ein zweischneidiges Schwert, ich weiß es. Manche sagen, sie wollen auch ehrlich sein. Wenn man ihnen dann aber ehrlich seine Meinung sagt, dann ist es nicht mehr so weit her mit der Ehrlichkeit. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil es sein muss, eine Abrechnung über die Grünen, weil sie meiner Meinung nach eine Moralpartei sind, wie keine andere sonst. Und ich habe einfach versucht, als Enthüllungsjournalist, ihnen die Maske vom Gesicht zu reißen. Sie sehen die Grünen im Spannungsfeld, wie es hier auf dem Cover heißt, im Buch zwischen Kindersex, Kriegshetze und Zwangsbeglückung. Das donnert ganz schön rein, muss ich sagen, wenn man das liest. Wie ist es zu der Idee, zu dem Buch gekommen? Also ich war 10 Jahre lang als investigativer Journalist im Bereich organisierte Kriminalität tätig und dort insbesondere im Bereich Kinderpornografie und Menschenhandel. Also war eine Affinität zu dem Thema Kindersex und Grüne gegeben. Und das Zweite ist, dass es für mich einfach wichtig war, diese Partei, die auch auf mich jeden Tag mit dem Zeigefinger durch die Medien geistert und mir aufzeigt, wie schlecht ich bin, weil ich anders denke wie die Grünen und so weiter und so fort. Und genau, ich wollte ein Buch gegen die Grünen schreiben. Es ist ein Buch gegen die Grünen, aber mit ihren eigenen Argumenten. Sie haben öffentlich gesagt, dass Sie sich gern als den Anti-Grünen positionieren möchten. Was genau haben Sie den Grünen vorzuwerfen? Also ich mag keine Heuchler grundsätzlich nicht. Ich versuche immer authentisch zu sein. Ich mag authentische Menschen, die mir sagen, so und so ist es und auch danach handeln. Ich mag überhaupt keine Menschen, die etwas sagen und das Gegenteil von dem tun, was sie sagen. Ist das nicht in jeder Partei der Fall? Ja, das ist in den meisten Parteien so, wahrscheinlich sogar in jeder. Aber bei den Grünen ist es ganz ausgeprägt, weil genau die Grünen es sind, die, wie ich gesagt habe, mit ihrer Überheblichkeit, mit ihrer schulmeisterlichen Art, mit ihrer erziehungsdiktatorischen Neigung auf andere zeigen und jeden sofort abputzen, der nicht ihrer Meinung ist. Derjenige ist sofort in der rechten Ecke meistens, der nicht so reagiert, wie die Grünen es möchten. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Verantwortungsgesellschaft hat unser grüner Ministerpräsident, ich komme aus Baden-Württemberg, kreiert das Wort Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, wir müssen Verantwortung übernehmen für die Flüchtlinge. Ja, wer soll schon gegen eine Verantwortung sein? Verstehen Sie, so funktioniert es. Erst wird ein Begriff geprägt. Und wenn sie dann gegen Verantwortung sind, sind sie rechts. Aber ich kenne nun mal sehr, sehr viele Leute, die sind nicht dafür, dass man so viele Flüchtlinge aufnimmt. Also sind die ja nicht mehr in der Verantwortungsgemeinschaft, also sind sie rechts. Und so funktioniert das Grünen-Spiel. Die versuchen, bestimmte Begriffe in die Medienlandschaft zu bringen. Grünaffine Journalisten nehmen das begierig auf, lancieren diese Begriffe überall. Das wird dann zum Mainstream gemacht. Und wenn Sie dann gegen diese Begriffe sind, sind Sie sofort rechts. So funktioniert es. Und da bin ich dagegen. Okay, gut. Also, wir haben jetzt schon gehört, es geht um Kindersex, es geht um, um übermäßiges Moralisieren. Das sind so die Hauptdinge, die Sie den Grünen vorwerfen. Kindersex und die Grünen ist eine Sache, ein Zusammenhang, den man eigentlich so gut wie nie gehört hat. Fangen wir doch gleich mal damit an. Also, was haben denn die Grünen mit Kindersex zu tun? Da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar gab es ja in den 60er Jahren die sexuelle Revolution. Das heißt, die Befreiung sexueller Triebe. Das heißt, durch die Antibabypille und so weiter wurde ja freier Sex postuliert. Das hieß damals aber auch dann freier Sex mit Kindern.
Weil diese linken Vordenker sind davon ausgegangen, dass die Unterdrückung der Sexualmoral ein Herrschaftsinstrument der bürgerlichen Gesellschaft ist. Und um dieses Herrschaftsinstrument zu brechen, der bürgerlichen Gesellschaft, wollten sie auch Sex mit Kindern erlauben. Also Sex mit Kindern als Klassenkampf. Das ist ekelhaft und widerwärtig, diese Argumentation, aber die ist so. Wer wollte das erlauben? Linke Aktivisten. Okay. Diese linken Aktivisten wurden sehr schnell auch von Pädophilen unterwandert. Diese Pädophilen haben auch versucht, diese Legalisierung von Sex mit Kindern auch in die Parteien zu tragen. Und eine sehr affine Partei für dieses Thema war zunächst die Berliner Alternative Liste, die zu den Grünen geworden ist später. Und so ist dieses Thema eigentlich zu den Grünen gekommen. Die Grünen haben sehr viele Schwulen, Transgender und sehr viele Lesben und so weiter auch in ihren Mitgliedern. Und Teile daraus haben immer wieder diese Themen in die Parteitage gebracht. Es gab sehr, sehr viele Beschlüsse, dass man Sex mit Kindern legalisieren soll. Die Grünen haben sogar Seminare abgehalten, freie Liebe mit Kindern postuliert, Seminare mit pädophilen Vereinigungen und so weiter. Das gab es in anderen Parteien so nicht. Mhm. Okay, und das war in den 60er Jahren, sagten Sie, 70er Jahre? Also die Vorgeschichte war in den 60er Jahren, das mit der sexuellen Befreiung. Diese Unterwanderung der Partei, der Grünen Partei, mit diesen kruden, wirren Gedanken von einvernehmlichen Sex mit Kindern, das war in den 70er, 80er Jahren und geschah bis Mitte der 90er Jahre. Welche kruden Gedanken meinen Sie denn da jetzt konkret? Haben Sie mal ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel Abschaffung des Schutzalters. Wir haben jetzt ein Schutzalter bis 18 Jahre, was Sexualität anbelangt mit Kindern. Das sollte abgeschafft werden. Es gab sogar eine Idee, einvernehmlichen Sex mit Kindern und Achtung, ab 6 Jahren zu erlauben. Ab 6 Jahren. Kein Kind, und es steht nicht umsonst auch im Paragraphen im Strafgesetzbuch, dass ein Kind diese Handlung gar nicht begreifen kann, was mit ihm geschieht. Also kann ein Kind auch niemals von sich aus sagen, ich möchte Sex mit einem Erwachsenen haben. Dann gab es Bemühungen, die Pädosexualität zu entkriminalisieren. Das heißt also, pädosexuelle Kriminalität, für mich sind es Kinderschänder, sage ich dazu. Ich habe Kinder in die Augen geschaut, die missbraucht worden sind. Das war mein Job 10 Jahre lang als investigativer Journalist, als ich in diesem Bereich recherchiert habe. Deshalb kann ich da auch keine solchen Umschreibungen haben. Das sind für mich Kinderschänder und nichts anderes. Diese Straftaten sollten einfach die Strafen gemindert werden. Man hat sich eingesetzt, dass diese Straftäter freikommen. Es sollten keine so harten Gesetze, keine Strafen mehr gemacht werden und so weiter und so fort. Und das ist alles, sind grüne Gedanken. Okay, aber welche Rolle spielen diese Gedanken heutzutage noch jetzt, also in der aktuellen grünen Politik? Also 2013 gab es einen Super-GAU für die Grünen, als bekannt geworden ist, dass die Grüne Partei diese Vergangenheit hatte. Also, dass man auch mit Pädosexuellen und mit Pädophilen und Päderasten in der Partei und so weiter bestimmte Sachen auch postuliert hat, die ich gerade angesprochen habe. Das kam 2013 ans Tageslicht. Die Grüne Partei hat nicht von sich aus, und das ist auch ein Vorwurf in meinem Buch, nicht von sich aus eine Aufklärung angestrebt und hat gesagt, wir müssen das von uns aus aufklären, sondern man hat gedacht, nach 2, 3 Wochen wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Als dieses nicht geschah, erst dann hat man sich entschlossen, eine Untersuchungskommission einzusetzen, die das Ganze aufgedeckt hat. Also nicht von sich aus, sondern aus wahlkampftaktischen Gründen. Das ist auch mein Vorwurf. Zweiter Vorwurf ist, diese Dinge waren in dieser Partei viele, viele Jahre bekannt. Und man hat es nicht aufgeklärt. Man hat es nicht aufgeklärt, schon vorher, vor 2013, hat man es nicht aufgeklärt. Und dann kamen plötzlich die Krokodilstränen. Und das ist für mich auch diese Doppelmoral, diese Heuchlerei. Ich habe noch Claudia Roth im Ohr, die den Bischof Mixer öffentlich ans Kreuz genagelt hat, als die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche ans Tageslicht kamen, was sie alles gesagt hat zu dem. Aber in ihrer eigenen Partei, da hat man geschwiegen über das Thema. Und hat es dann relativiert. Man musste es einfach so sehen. Es war ein Wandel der Zeit und so weiter und so fort. Und das ist diese Doppelmoral, die mich wütend macht. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.
Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, wie die Grünen eigentlich zu so einem Sammelbecken von unterschiedlichsten Ideologien geworden sind, von denen sich dann einige später eben durchgesetzt haben, andere wiederum nicht. Kann man denn sagen, dass diese Sache mit der Legalisierung von Kindersex vielleicht nur ein Randaspekt war von diesen ganzen vielen Dingen, die da am Anfang eine Rolle gespielt haben? Also ich denke, so wird es heute in der Öffentlichkeit auch propagiert, dass es nur ein Randthema war. Das, was ich recherchiert habe, ist, dass es ein wichtiges Thema war innerhalb der Grünen. Ich habe alle Parteitagsberichte durchgelesen und dieses Thema ist in jedem Bundesland, fast bei jedem Bundesparteitag auf die Tagesordnung gekommen. Und es war auch nicht nur eine zufällige Sache, die man mal so kurz nebenher gemacht hat. Nein, ich habe es ja recherchiert, 16 Jahre lang gab man solche Anträge in der Partei ein. 16 Jahre lang in einer Partei, die es erst 35 Jahre gibt. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Okay, also Kindersex ist eine der Dinge, die Sie den Grünen vorwerfen, beziehungsweise die Beschäftigung damit. Und die mangelnde Aufarbeitung eben. Und die mangelnde Aufarbeitung. Kommen wir mal zur Kriegshetze. Also die Grünen sind doch eigentlich die Friedenspartei schlechthin, oder? Ja, auch das wird in der Öffentlichkeit wieder so propagiert, dass die Grünen sind da entstanden auch aus Friedensaktivisten. Und es war ja von zu Beginn an, haben sie ja versucht zu fordern, die NATO aufzulösen und so weiter und so fort. Als die Grünen dann aber an der Regierung waren, gab es den ersten Krieg 1999, den Kosovo-Krieg. Dieser Krieg war völkerrechtswidrig, da er ohne UN-Mandat geführt worden ist. Es war der erste Krieg mit deutscher Beteiligung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Grünen haben diesem Krieg zugestimmt, diese Antikriegspartei. Der zweite Krieg war der Afghanistan-Krieg 2001. Auch da haben die Grünen zugestimmt. Sogar mit mehr Stimmen als die SPD, weil Gerhard Schröder wollte damals den USA helfen, wollte auch Kanzler bleiben und wollte eine Mehrheit im Bundestag haben für diesen auch völkerrechtswidrigen Krieg. Was daraus geworden ist, sehen wir ja. Und die Grünen haben für diesen Krieg gestimmt. Ich habe einen Beleg gefunden, wie Joschka Fischer und Renate Künast damals die Abweichler, die gegen diesen Krieg stimmen wollten, innerhalb der Grünen Partei bearbeitet haben. Die sind zu Einzelgesprächen gekommen und man hat ihnen ganz klar gemacht, wenn du gegen diesen Krieg stimmst, wird die Koalition auseinanderbrechen, wir werden nicht mehr an der Regierung sein und wir werden unsere Haushalts- und Sozialreformen nicht durchsetzen können. Also man hat Tod in Afghanistan in Kauf genommen, damit man in Deutschland Sozialreformen durchsetzen kann. Und sowas ist für mich ein absoluter Skandal. Das ist für mich so eine Doppelheuchelei, da fehlen mir einfach die Worte. Es geht aber weiter. 2014 hat Katrin Göring-Eckardt sogar den Einsatz von Bodentruppen gegen IS gefordert, als Antikriegspartei. Ich habe mir das Abstimmungsverhalten von manchen Grünen angesehen. Das kann man im Bundestag, ist ja dokumentiert. In meinem Buch ist alles ganz genau dokumentiert, bei wie viel Kriegseinsätzen und bei wie viel Bundeswehreinsätzen die Grünen Ja sagen. Also es ist genau das Gegenteil. Drittes Beispiel, Ukraine. Manche der Grünen sind dafür, dass man Waffen liefert an die Ukraine. Und jetzt sage ich Ihnen eins, die Ukraine ist für mich eine Regierung, die aus Antisemiten besteht und aus Mafiamenschen. Das ist für mich die Ukraine. Und die Grünen unterstützen diese Regierung auch noch. Dasselbe ist mit Griechenland. Die Grünen sind für Griechenlandhilfen, obwohl dort Antisemiten in der Regierung sitzen, die öffentlich rechtsnational-populistische Töne von sich geben. Also die Grünen... Ist es nicht eine Linkspartei, die an der Macht ist? Eine linke? Ja, aber die Anel-Partei regiert ja mit der Syriza-Partei. Und die Anel-Partei ist eine rechtspopulistische Partei. Ohne diese Partei wäre Tsipras nicht an die Macht gekommen. Und die Grünen unterstützen diese Partei ja indirekt, indem man dieser Regierung auch Geld gibt. Aber Sie müssen sich Folgendes vorstellen. In Deutschland geht man gegen Rechtspopulisten und gegen die NPD auf die Straße und demonstriert gegen sie. Aber in der Ukraine und in Griechenland unterstützt man diese Menschen, die so denken, auch mit Geld. Das ist ja auch wieder so eine Doppelmoral. Und das versuche ich einfach in diesem Buch zu enthüllen, diese Doppelmoral. Und dann aber immer mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Und sobald sie nicht so sind, wie die Grünen es wollen, sind sie sofort erledigt.
Jetzt gibt es noch eine andere Debatte, bei denen die Grünen eine gewisse Rolle spielen, und das ist die, wie heißt das, Gender Mainstreaming, ja? Ja. Gender Mainstreaming. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das? Das heißt für mich vereinfacht gesagt, einen Einheitsmenschen zu kreieren. Also aus Mann mach Frau. Einen gemischt geschlechtlichen Einheitsmenschen, der sich der Gestalt dann für die Öffentlichkeit so präsentiert, dass eben das traditionelle Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau aufgehoben wird. Das heißt, die traditionelle Ehe wird auch in Frage gestellt. Die Ehe als gesetzlich geschützte Institution wird ja von den Grünen auch in Frage gestellt. Es wird eine Homo-Ehe propagiert. Diese Homo-Ehe, ich habe mit einigen Wissenschaftlern gesprochen, die mir alle gesagt haben, ein Kleinkind braucht Mann, Vater, und Frau, Mutter. Wenn ich aber eine Homo-Ehe habe, hat ein Kind entweder Mann, Mann oder Frau, Frau. Das kann einem Kind nicht gut tun. Da gibt es viele Untersuchungen darüber. Und genau das wollen die Grünen eben abschaffen, auch diese traditionelle Ehe. Wir sehen ja jetzt schon, dass viele Frauen sich in den Konkurrenzkampf mit Männern begeben haben, auch den beruflichen Wettkampf. Viele Frauen wollen genauso viel verdienen wie ein Mann. Ich habe nichts dagegen, wenn man keine Kinder hat. Wenn man Kinder hat, bleiben die Kinder auf der Strecke. Die werden dann in einen Hort abgeschoben. Früher hat man sich um die Kinder gekümmert als Mutter. Die werden dann in den Hort abgeschoben. Beide gehen dann arbeiten und abends werden die Kinder wieder abgeholt. So sieht man die Kinder vielleicht 2 Stunden noch am Tag. Und das ist der Eingriff in das traditionelle Familienbild. Und ich bin konservativ, das muss ich sagen. Ich glaube... So viel zur Beantwortung der ersten Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Ja, das hat nichts mit Parteipolitik zu tun, wenn ich konservativ denke. Ich bin preußisch erzogen worden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Kind Vater und Mutter braucht. Und nicht nur Vater und nicht nur Mutter oder nicht nur Vater, Vater, nicht nur Mutter, Mutter. Da gibt es viele, viele Untersuchungen. Scheidungskinder haben viel schwerer als Kinder, die glücklich aufgewachsen sind und so weiter. Also darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber diese Zwangsbeglückung der Grünen, also dass sie das durchsetzen wollen, diesen Gender-Mainstream, diese Legalisierung von Drogen, sie wollen straffreien Sex zwischen Geschwistern erlauben, Tempolimit, Bürgerversicherung für alles. Also diese Zwangsbeglückung, diesen Umbau der Gesellschaft in einen Einheitsbrei, da bin ich dagegen, weil wir bestehen aus Individuen. Und die Grünen wollen alles gleich machen, da bin ich dagegen. Genau, Zwangsbeglückung ist ja der dritte Vorwurf, der auf dem Titel Ihres Buches prangt. Ja. Wie würden Sie den eigentlich genau definieren? Also so wie ich jetzt gerade gesagt habe, man versucht einfach dem Individuum etwas aufzudrücken, was er eigentlich nicht will. Man macht es aber mainstream-mäßig fest, sodass man sich gar nicht dagegen wehren kann, ohne gleich in die Ecke geschoben zu werden. In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass die Grünen sozusagen auf die verdeckte Mitarbeit oder Zustimmung oder Kollaboration vieler Journalisten zählen können, weil die wohl auch dem grünen Spektrum zuzurechnen seien. Ja, es gibt ja so eine Schätzung, dass 60% der Journalisten grünaffin sind. Das heißt, ich habe das Beispiel schon gebracht, wenn jemand das Wort Verantwortungsgesellschaft oder Gemeinschaft in den Raum wirft als Grüner, wird dieses sofort in allen Medien gebracht. Und entweder sind sie in einer Verantwortungsgemeinschaft, sie sind dafür oder sie sind dagegen. Wenn sie dagegen sind, egal was das beinhaltet, dieses Wort, dann sind sie sofort rechts, also raus aus dem Spiel. Und das hat man ja gesehen mit Pegida, sieht man jetzt mit den Flüchtlingen. Wenn sie sich nur kritisch gegen Flüchtlinge äußern, nur kritisch, dann sind sie sofort rechts. Aber ich sage Ihnen auch, warum. Ich wohne in einem Ort, da ist ein Erstaufnahmelager nicht weit entfernt. Das sind statt 1.500 Menschen jetzt 2.500 Menschen. Man hat die Menschen in diesem kleinen Städtchen, das aus 4.500 Einwohnern besteht, überhaupt nicht richtig informiert, was da auf sie zukommt. Ich war dort, einige Einwohner haben mir gesagt, Herr Grant, sehen Sie, ich habe mein Haus hier gekauft, ich bin noch mitten in der Finanzierung. Und durch das, dass jetzt hier das Erstaufnahmelager ist, ist mein Haus plötzlich 40% weniger wert, weil keiner mehr dieses Haus kaufen will. Das heißt, ich habe mein Haus noch gar nicht bezahlt und ich kann es auch nicht verkaufen, weil ich mache dann Verluste. Wer kommt mir für diese Verluste auf? Wer? Das sind so Fragen, die die Menschen auch
einfach interessieren und darüber wird einfach weggegangen. Jetzt muss ich mal fragen, wir kommen jetzt vielleicht kurz ab vom Thema, aber wollen Sie ernsthaft das Leid, das diese tausenden Flüchtlinge da erlebt haben mit den Bomben und dem Tod und das alles gleichsetzen mit dem Verlust des Hypothekenwerts eines Hauses, was dort in der Nähe von so einer Flüchtlingsaufnahmestelle ist? Also wenn Sie mir das natürlich so sagen, natürlich nicht. Aber wenn Sie mir sagen, das Leid der Menschen durch Bomben und so weiter, muss ich das erstmal relativieren. Weil 60-70% der Menschen sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich weise darauf hin, nicht ich habe das gesagt, sondern andere Stellen, die das untersucht haben, dass nicht ganz Syrien aus Krieg besteht, sondern ungefähr 40% in Syrien besteht aus Kriegsgebieten, 60% nicht. Wir können es gar nicht kontrollieren, wer zu uns kommt. Erst vor kurzem hat, glaube ich, ein bayerisches Ministerium gesagt, dass sehr viele Hunderte von ISIS-Terroristen eingeschleust werden sollen zu uns. Und die Öffnung der Grenzen, ich warne nur davor, der, der wirklich vor Bombenhagel fliehen muss, soll auch bei uns Schutz kriegen. Aber es kann nicht sein, dass eine Völkerwanderung ausgelöst wird, durch das, dass die Flüchtlinge jetzt in Bagdad sagen, wir wollen zu Mama Merkel, weil die baut für uns neue Häuser. Das kann nicht die Lösung sein. Okay, also ich sehe schon, wenn die Flüchtlingskrise ein bisschen eher gekommen wäre, vor Redaktionsschluss Ihres Buches hätten Sie glatt noch ein Kapitel rangehängt. Ja, weil die Grünen sind ja absolut dafür, jeden aufzunehmen. Die haben ja neue Begriffe entwickelt. Es gibt ja nicht mehr den Wirtschaftsflüchtling und den Bürgerkriegsflüchtling, sondern es gibt jetzt auch den Umweltvertriebenen und den Naturflüchtling. Also ich habe geschrieben in einem Artikel, es gibt für die Grünen keinen Grund mehr, nicht zu uns zu kommen. Und das ist eine Überforderung unserer Gesellschaft. Ich garantiere Ihnen, wenn wir in 4 Jahren wieder hier sitzen und wir haben dann 5 bis 6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, dann sieht die Sache ganz anders aus wie jetzt dieser Hype. Jeder muss Willkommenskultur machen. Ich warne nur davor, dass wir unsere Bevölkerung und die Ängste unserer Bevölkerung werden überhaupt nicht ernst genommen. Überhaupt nicht. 0,0. Und ich warne davor, es wird unsere Gesellschaft spalten. Die Grünen, kritisieren Sie in Ihrem Buch, sind für die Einführung von Islamunterricht an deutschen Schulen. Sie kritisieren das als eine absurde Idee. Warum? In unseren Schulen sollte man zunächst mal wieder diese humanitäre Fächer unterrichten, die es früher gab. Heute müssen wir ja schon froh sein, wenn unsere Schüler ein paar Sätze Deutsch schreiben können. Die Leistung unserer Schüler, das Ergebnis unserer Schüler, das sagen auch Unternehmer, wenn sie Bewerbungen bekommen, diese Qualität geht jährlich zurück. Also diejenigen, die unsere Schulen verlassen, sind viel schlechter ausgebildet als diejenigen, die vor 20, 30 Jahren die Schulen verlassen haben. Und dieser Rückgang der Qualität hat auch was mit diesem Credo zu tun, was ich immer wieder auch in Schulen höre. Wir müssen uns an den Schwächsten orientieren. Ich sage Ihnen aber, wenn ich den Starken schwach mache, mache ich den Schwachen nicht stark. Aber was hat das jetzt mit dem Islamunterricht zu tun? Das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich meine, es ist doch eine gesellschaftliche Realität, dass inzwischen viele Moslems in Deutschland leben. Und wir haben doch Religionsfreiheit hier. Oder sind Sie gegen Religionsfreiheit? Nein, bin ich nicht. Aber warum sollten die jetzt nicht einen islamischen Religionsunterricht haben, so wie es auch den christlichen Religionsunterricht gibt? Oder für die Ossis gab es ja Ethikunterricht, ja? Also ganz neutral. Also ich bin für eine bessere Lösung. Ich bin dafür, dass man diesen Islamunterricht in den normalen Religionsunterricht integriert. So dass auch die Nicht-Muslims mitbekommen, was in dieser Religion gesagt wird. Das finde ich jetzt zum Beispiel eine bessere Lösung, als wenn man das wieder so trennt voneinander. Also ich finde, man sollte es dann gemeinsam machen, sodass auch christliche Schüler mitbekommen, okay, was steht im Koran, dass aber auch Muslime mitbekommen, was steht in der Bibel, sodass man sich da austauschen kann. Das ist nicht so scharf trennt. Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht gut. Also Sie sind für einen gemeinsamen Religionsunterricht, der einfach Religionsunterricht heißt, wo alle Religionen... Genau. Ja. Okay. Gut. Jetzt sind die Grünen ja auch für die Legalisierung von Cannabis, eine Sache, die Sie höchst anprangern. Warum? Wie viel sind denn schon an Cannabiskonsum gestorben? Naja, wir können uns auch eine bekiffte Gesellschaft machen, dann ist es vielleicht noch einfacher zu regieren. Ja, aber wie viel sind denn schon gestorben? Die Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber ich habe hier in meinem Buch wissenschaftliche Untersuchungen zitiert von Professoren und Ärzten. Es gibt eine einzige repräsentative Untersuchung, eine Langzeitstudie über 20 Jahre, die erst vor kurzem veröffentlicht worden ist in England.
Das Ergebnis dieser Langzeitstudie heißt eindeutig, dass man den Konsum von Cannabis vergleichen kann mit den Schäden, die man durch Heroin bekommen kann, also auf längere Sicht. Und ich bin einfach dagegen, dass man Drogen legalisiert. Dazu gehört für mich natürlich auch, dass man Alkohol nicht mehr legalisieren sollte und auch Zigaretten. Das gehört für mich alles zusammen. Aber Cannabis, also wir können eine völlig bekiffte Gesellschaft werden, aber ich denke, unser Begriffsvermögen ist jetzt schon so gestört, dass wir nicht noch Drogen noch zusätzlich brauchen. Aber Sie haben Sie schon mal gekifft? Haben Sie schon mal eine Tüte gezogen? Nee. Noch nie? Nein. Aber Bier haben Sie schon mal getrunken? Ich bin Anti-Alkoholiker. Sie sind komplett gegen Alkohol? Ja. Okay. Gut, aber wie realistisch ist denn das? Ich meine, überall auf der Welt wird das legalisiert. Also. Ja, wenn überall auf der Welt Menschen umgebracht werden, heißt doch noch lange nicht, dass ich auch einen umbringen muss. Also ich finde, Drogen, und wenn sie es legalisieren, können sie es ja nicht verhindern, dass es auch Kinder und Jugendliche zu sich nehmen. Das werden sie nicht verhindern können, auch mit dem stärksten Gesetz nicht. Und da bin ich einfach dagegen. Ich bin dagegen, dass man Kinder und Jugendlichen mit Drogen in Verbindung bringt oder in Berührung bringt. Da bin ich einfach dagegen. Da bin ich konservativ, habe ich ja gesagt. Ich bin da einfach dagegen. Wir können nicht fröhlich Party, Feier, bekiffte Gesellschaft haben. Jeder feiert nur noch, jeder ist bekifft, aber wer arbeitet und wer verdient dann das Geld? Ist Ihr Buch also eigentlich eine sehr persönliche Abrechnung mit einer politischen Partei, die Ihnen so gar nicht ins Raster passt? Also persönlich deshalb, weil mir die Grünen im Verlauf gesagt auf den Sack gehen. Weil wenn ich sie jeden Tag im Fernsehen sehe, wie sie moralisieren mit dem Zeigefinger auf jeden zeigen, der nicht ihrer Meinung ist, dann regt mich das wahnsinnig auf. Und gerade diese Partei hat so viele Leichen im Keller und hat sich so oft verraten und hat sich so oft prostituiert, nur an der Macht zu bleiben, dass es für mich nicht auszuhalten ist. Und dieses Buch soll genau dieses aufzeigen. Und ich habe auch den letzten Satz geschrieben. Wer nach dem Lesen dieses Buches noch Grüne wählt, sollte zum Psychiater gehen. Also das ist meine Meinung. Das ist also auf jeden Fall ein krasser Standpunkt. Sie werfen den Grünen ja vor allem Doppelmoral vor. Die Einführung von Hartz IV hätte es ohne die Grünen nicht gegeben, schreibt Nein. Sie. Ich habe mir auch das Abstimmungsverhältnis bei dieser Abstimmung bei Hartz IV angesehen. Das ist ja dokumentiert im Bundestag. Und mehr Grüne haben für Hartz IV gestimmt als die von der SPD. Also Hartz IV hat die Menschen ärmer gemacht, da brauchen wir nicht drum diskutieren. Jetzt plötzlich, da sie nicht mehr an der Regierung sind, wollen sie natürlich Stellschrauben ändern und so weiter. Ist immer dasselbe. An der Regierung machen sie das. Wenn sie nicht mehr an der Regierung sind, schwenken sie um. Und Katrin Göring-Eckardt hat da noch einen draufgesetzt. Die hat gesagt, alle Verdienste ab 100 Euro sollen zu versteuern sein. Und man soll Abgaben abführen für alle Verdienste ab 100 Euro. Jetzt gilt 450 Euro. Sie wollte es ab 100 Euro machen. Also das ist diese soziale Partei, die wir so als sozial empfinden, die die Menschen ärmer und ärmer gemacht hat. Mhm. Nochmal eine ernste Frage zum Schluss. Cem Özdemir, dem Bundesvorsitzenden, wird ja von interessierter Seite vorgeworfen, er sei an der Leine der USA sozusagen eine Marionette der USA. Was ist da dran? Also das ist ein Vorwurf, den ich auch in meinem Buch habe. Den hat die ehemalige Bundesvorsitzende Jutta Ditfurth aufgebracht, die das damit begründet hat, dass Cem Özdemir 2 Jahre lang in einem amerikanischen US-Think Tank gearbeitet hat und die Ideen der Amerikaner jetzt nach Deutschland rüberbringt, um auch ein bisschen Amerika affin zu werden, die Partei, so hat sie das dann dargestellt. Und wenn Sie sehen, dass früher waren die Amerikaner Feind Nummer 1 für die Grünen, das sind sie jetzt eigentlich so nicht mehr. Das muss man schon sagen. Sie sind der Anti-Grüne, wie Sie selbst gesagt haben. Dann sagen Sie doch bitte mal, wofür Sie eigentlich sind. Für Ehrlichkeit und für das, dass man das tut, was man sagt. Okay, in diesem Sinne, liebe Zuschauer, ein Buch von einem grünen Hasser für grünen Hasser und für solche, die es werden wollen. Vielen Dank, Michael Grant, für das Gespräch.